Servus, Grüezi und hallo zu einer weiteren Folge von Schuckibanucki Daily. Diese Sendung verfügt über die Macht, euch mit etwas ganz Besonderem zu versorgen, und zwar über deine tägliche Dosis Angeberwissen. So sieht's aus. Ja. Und wir fangen direkt an. Wer hat heute Geburtstag? Heute, am 31. Januar, hat Geburtstag Crow. Yo. Weißt du, Crow, der mit der Pandamaske? Ja, ja. Und alle fragen sich ja, wie sieht Crow in Wirklichkeit aus? Wird er im Osten nicht auch Krö genannt? Krö. Ja, und alle fragen sich ja, wie sieht er in Wirklichkeit aus? Und wir haben es rausgefunden, wie er in Wirklichkeit aussieht. Da. Sascha ist nach dem Konzert mit in die Umkleidekabine. Ja, und hab dann, hat sich als Groupie verkleidet, hat sich die Beine rasiert. Ja, hab dann ein Foto gemacht. Und hat ein Foto gemacht. Zack. Und darf ich vorstellen? Da ist er. Crow. Hammer, oder? Guck mal, was ein Lächeln. Ja. Ach du Schande. Scheißgag. Egal. Ja, ja, du hast... ja, schnell weiter, ne? Du hast was vorbereitet. Genau. Was ist auch passiert am 31. Januar? Das ist ein uraltes Bild aus einem Studio. Ach du Himmel. Aber nicht von L'Oreal. Richtig uralt. 1949 ist in den Vereinigten Staaten die erste tägliche Fernsehserie auf Sendung gegangen. Tägliche Fernsehserie? Ja. Und ist ja ungefähr so wie das, was wir machen. Das, ne? Allererste. Wir sind ein bisschen zurück. Wir sind die allerletzte. Genau, danach macht das keiner mehr. Ja. Genau. Und zwar hieß diese Serie These Are My Children. Ah, also Daily Soap sozusagen. Genau, genau. Und weißt du, woher der Name Soap Opera, Seifenoper kommt? Ja, das hat eine Seifenfirma hat das Ganze gesponsert. Genau. Der Seifenhersteller hat als hättest du es mir gesagt, ne? Habe ich aber nicht. Nee, aber mit dem rede ich schon lange nicht mehr. Gell? Nur damit wir das wissen. Genau. Folge der ersten Fernsehserie am 31. Januar 1949. Wie krass ist das denn? Das liegt ja schon mindestens mal so 2-3 Wochen zurück. Mindestens? Ja. Ja. Kennt, weißt du, wo Nauru Nauru ist? Hört sich an wie irgendwas mit Hawaii. Nein. Philippine? Nein. Marshall? Marshall? Was ist Marshall? Die Marshallinseln. Weiß nicht, wo das ist. Oh, er weiß nicht, wo die Marshallinseln sind. Nee, das ist hier oberhalb von Australien, schau mal. Ja. Ja, da ist Nauru Nauru. Ja. Und am 31. Januar... Guck mal ganz kurz hier drüber. Marshallinseln. Ja, genau, bei den Marshallinseln. Hast ja recht. Liegt das bei den Marshallinseln? Nein. Keine Ahnung. Nein. Ich weiß es nicht. Und der 31. Januar wird seit 1968 gefeiert in Nauru Nauru. Vorher waren sie australisch. Aha. Genau. Okay. Nauru Nauru. Ich habe vorher noch nie was von Nauru Nauru, vor der Recherche, habe ich noch nie was von Nauru Nauru. Papua Neuguinea, Nauru Nauru ist hier. Die, warum hast du nicht gesagt, dass das nördlich von Vanuatu ist? Übrigens, ja. Wer sich fragt, wo liegen die Fidschi-Inseln, die sind genau da. Die sind da, genau. Und die Samoana kommen von dort. Ja, aber Nauru Nauru habe ich noch nie gehört vorher. Man kann ja. Aber hier, übrigens, Philippinen sind auch in der Nähe. Also, ja. Egal. Das sind ungefähr 4000 Kilometer dazwischen wahrscheinlich auf dieser Karte. Komm. So, aber was gibt's noch? Was gibt's noch? Am 31. Januar 1961 startet der Schimpanse Ham. Was? Ham oder nicht Ham? Das ist hier die Frage. Mit der Mercury Redstone 2 Mission der NASA von Cape Canaveral aus ins All. Wann war das denn? Habe ich doch gerade gesagt, 31. Januar 1961. 61? Ja. Er verbringt etwa 6 Minuten in der Schwerelosigkeit und geht wenig später mit seiner Kapsel unversehrt im Antarktik nieder. Heute verbringt er unter einem Decknamen die Zeit als 45. Staatsoberhaupt einer großen Nation. Was? Ja, da könnt ihr drüber nachdenken. 45. Ah! Der hat einen Trump im Ärmel. Ja, das kann man so sagen. Du hast alle deine Trumps aber ausgesehen. Jetzt muss ich aber lange nachdenken. Ja, ne? Das war der 31. Januar. Ihr habt wieder genügend Informationen, gut, zugegebenermaßen, unnütz, aber wichtig, um den Tag hinter euch zu bringen, um wieder zu strahlen vor Know-how, bei jeder Party alles weghauen, was geht. Und zu brillieren, so wie du es gemacht hast auf jeden Fall heute. Aber sowas von. Ja, ich nicht so, egal. Ja. Heute war der 31. Januar, morgen ist der 1. Februar. Wir sehen uns morgen wieder. Cheerio, Miss Sophie. Ciao.